Hey ihr, da bin ich wieder und heute ein großes Paket, wenn auch nur ein Paket, die Get Digital. Ich habe irgendwie keinen Bock nochmal zu warten, bis die Lusche halt irgendwie 5 Tage später ankommt. Und deswegen heute nur das vor allen Dingen, weil ich auch sehr gespannt bin wegen der Größe. Ich meine, sonst hatte ich so eine Größe ja nur, wenn ich ein Upgrade bestellt habe oder wenn eine Fußmatte drin ist oder so ein Kram oder ein Kissen. Hatten wir auch schon. Aber bevor wir hiermit anfangen, will ich noch was sagen. Und zwar. Nicht oft, aber das ein oder andere Mal bekomme ich in Kommentaren oder auch per Direktnachricht bei Instagram oder so Nachrichten von Leuten, von denen ich noch nie gehört habe, die der Meinung sind, ich würde manchmal nicht so nette Sachen sagen und damit anderen Leuten auf die Füße treten. Ihr habt recht. Ja, ihr habt recht, das ist so. Jetzt mache ich das nicht unbedingt aus Boshaftigkeit. Die Sache ist nur, das Ganze hier ist einfach nur Blödsinn und Spaß. Also, ja, dieses ganze Auspacken so, das soll einfach nur Spaß machen. In erster Linie mir. Ich könnte diese Boxen auch auspacken und es nicht der Welt zeigen und es würde mir trotzdem Spaß machen. Aber mir macht es halt auch Spaß, so kleine bescheuerte Videos zu machen. Das heißt es aber nicht, dass ich jetzt hier irgendeine Art von Figur spiele. So ein Unsinn. Warum sollte denn auch? Das, was ihr seht, das bin auch wirklich ich. Ich heiße nur im wirklichen Leben halt nicht Sprogge, sondern Florian. Die andere Sache ist aber auch, ich könnte tun, jeder von uns kann tun und lassen, was er will. Ihr werdet immer Leute finden, die sich von irgendwas getriggert fühlen, die sich auf die Füße getreten fühlen oder. Ja? Und wisst ihr was? Das ist ja noch nicht mal schlimm, meiner Meinung nach zumindest. Denn nicht alles muss für jeden sein. Nicht jede Person muss für jeden sein. Am Ende vom Tag ist es, glaube ich, wichtig, dass du kein riesiges Arschloch bist. Und ich gehe mal davon aus und ich behaupte jetzt einfach mal, das bin ich nicht. Und wenn ich mal was sage und irgendwer fühlt sich davon gestört, dann war dieser Witz, dieser Scherz halt einfach nichts für dich. Aber für viele andere, weil die haben dann darüber gelacht. Ihr wisst ja, ne? 9 von 10 Leuten finden Mobbing okay. Ja, seht ihr, da fängt es ja schon wieder an. Mein Humor ist allgemein recht dunkel. Ja? Nicht immer, aber die meiste Zeit. Und mein Humor ist auch sehr mobberisch. Ich weiß aber auch, mit wem ich das machen kann. In meinem privaten Bereich. Ich weiß, dass ich auf der Arbeit extrem viele Leute habe, die mir genauso kontern, wie ich dem was entgegenhaue. Aber wir wissen halt am Ende alle, wie es gemeint ist. Natürlich ist das jetzt hier im Internet etwas schwer. Weil ich sehe euch nicht, ihr seht nur mich, ich sehe eure Reaktionen nicht. Aber wenn ihr der Meinung seid, ich rede zu viel Blödsinn und zu viel Mist und ihr könnt mit meinem Humor nicht leben oder mit meinen Ansichten oder, dann müsst ihr weiterziehen. Das hier ist wird nur Spaß. Das hier ist nichts, was euer Leben groß bereichert, denke ich mal zumindest. Ja? Und wenn euch das stört, ein Video oder eine Person online, dann habt ihr mit einem Klick diese Person und diesen Inhalt aus eurem Leben rausgelöscht. Tut es doch einfach. Denn ganz ehrlich, ich werde mich nicht ändern. Ich werde nicht jetzt vorsichtiger sein mit dem, was ich sage. Nur weil da dann und wann mal jemand kommt und sagt, mi, 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 das ist doof. Ich fühle mich angegriffen. Ja, ganz ehrlich, wenn ich das jetzt nicht gewesen wäre, der dich angreift, dann wäre es eine andere Person gewesen oder eine andere Situation. Ich mag Erdbeereis. Wie kannst du Erdbeereis mögen? Vanilleeis ist das Geilste. Was? Nein, Oreo. Und so ist es, ne? Vor allem online, die Leute heulen über alles rum. Die Leute meckern über alles rum. Und die Leute haben online so eine riesige Klappe. Aber meistens nur online. Ja? Ich meine, ich habe also auch schon. Ich habe ein paar Dinge, die. Wie sagst du denn? Bisschen. Nicht anstößig. Wie ist denn das richtige Wort? Ich weiß gerade nicht, ja. Die andere Leute triggern. Bestes Beispiel, mein Motorrad. Ja, jetzt nicht, weil ich ein Motorrad habe, sondern wegen der Farbe. Lila und Pink, was ich mir online da schon für Sachen durchlesen durfte, konnte. Ja? Ist mir am Ende vollkommen egal, weil mir die Farben einfach super gefallen. Die Farben sind ja auch kein Statement, sondern ich finde sie halt einfach schön. Was glaubt ihr, wie oft auf der Straße oder wenn ich irgendwo mit dem Motorrad stand, wie oft Leute zu mir kamen und was Negatives gesagt haben? So oft. Nullmal. Sonst nicht in dieser Form, wie es online gemacht wird. Die meisten, die online am Rumschenkern sind, sind nämlich in
im echten Leben die absoluten Versager und Feiglinge. Und das wissen wir alle. Weil ich dann und wann mal gehört habe, wenn ich mich schon mit Ermin und unterhalten habe, die dann meinten, boah, aber die Farbe ist überhaupt nicht meins. Und wisst ihr was? Das ist vollkommen okay. Meins ist die Farbe schwarz nicht bei Motorrädern. Aber so muss man miteinander halt umgehen, dass man sagt, pass auf, das gefällt mir nicht, aber ist okay, wenn du es machst. Ja? Und so sollte das alles sein. Und wie gesagt, wenn es einen total stört, dann gehe ich weg. Ganz einfach. Weil wir reden ja jetzt hier nicht von weltbewegenden Dingen. Weder das Motorrad, noch die Boxen, noch das, was ich sage. Wer bin ich denn? Ich bin nur irgendein Hampelmann, der online meint, seit Jahren irgendwelche Sachen hier aufs Zug zu packen. Also bitte. Ja? Also, für alle, die das hier lustig finden, Daumen hoch. Ja? Ihr kennt mich, glaube ich, all die Jahre überhaupt nicht anders. Und für alle, die neu sind, hoffentlich mögt ihr mich. Und wenn nicht, alles cool. Ich kann damit leben. Und ihr müsst auch dann damit leben. Trotz allem höre ich ja zu. Ja? Und wenn jemand sagt, dass das so schlimm ist, dann verstehe ich das irgendwie vielleicht auch ein bisschen. Und ich möchte den Leuten ein bisschen entgegenkommen. Und ich habe was gebastelt. Ich hoffe, das kann man einigermaßen gut sehen. Also nur ein Teil davon. Ich habe mich gestern noch in Umkosten mit meinem 3D-Drucker gestürzt und über Stunden was ausgearbeitet. Und ich hoffe, dass das den einen oder anderen besänftigt, weil es tut mir wirklich leid. Na, jetzt halt das Scheißding doch. Könnt ihr es sehen? Ich hoffe, das kann man lesen. Da steht Mi, 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 Mi drauf. So, und der kleine Kerl hier, ich mag ihn. Wirklich sehr. Der bleibt jetzt einfach hier stehen. Und für alle, die sich getriggert fühlen, die gucken dann einfach zu dem und dann wisst ihr, was ich von euch denke. So. Packen wir jetzt mal die Box aus. Ihr wollt eigentlich gar nicht so viel quatschen darüber, aber irgendwie, das war mir gerade echt ein Anliegen. Nicht, weil es mir auf die Nerven geht, sondern Unsinn, aber weil ich einfach der Meinung war, ich müsste jetzt mal was sagen. So, die Box hier, ich stelle es mal gerade ein bisschen zur Seite, ist ziemlich groß, wie ihr seht, aber trotz allem nicht unbedingt schwerer als sonst. Die wiegt 1,9 Kilo, es steht halt hier oben drauf, sonst müsste ich das hier auch nicht. Und fühle doch einfach mal. Also hier oben ist immer Weiches, das ist rund und groß. Ich verknüpfe mir jetzt jeglichen Kommentar darüber, aber das ist auf keinen Fall ein T-Shirt. Wo haben wir denn das? Ah, hier. Ach, guck mal, da unten ist das T-Shirt. Sonst liegen die, glaube ich, mal weiter oben. So, was haben wir denn hier noch? Irgendwas noch? Ah, das müsste das Loot-Häftchen sein, glaube ich. Haben wir hier noch irgendeine Box? Und noch irgendwas? Nee, da ist das Loot-Häftchen. Keine Ahnung, ja. Wir packen erstmal das T-Shirt aus, würde ich sagen. Wie immer. Wir fangen wie immer mit dem T-Shirt an. Und was haben wir denn hier? Ride the Desert. Surf. Oh, ich kann den Namen nicht lesen. Always Summer. Das ist ein Dune-T-Shirt. Guck mal, ich finde es ganz lustig. Ich glaube, das nehme ich mit für die Arbeit. Das hier wird ein Arbeits-T-Shirt. Auf jeden Fall. Schlecht aussehen tut es ja nicht. Ich fand die beiden Dune-Filme auch eigentlich gut, aber ja, manche finden die als absolute Offenbarung. Zum Beispiel kommt es mir so rüber. Ist für mich überhaupt nicht. Ich fand die gut, aber ich glaube, ich muss die kein zweites Mal sehen. Weil irgendwann habe ich auch wirklich genug gehabt, die x-te Wüstenpanoramafahrt zu haben. Ich weiß mittlerweile, dass überall Sand. Ja, also komm, ist mal ehrlich. Und irgendwie, die Story ist gut für mich, aber jetzt nicht so wow. Aber ist auch nur. Aber sehr, auch das hier ist ja nur meine Meinung. Ja, ist, vor allen Dingen, es ist nur ein Film. Was interessiert es denn mich, ob ihr den Film gut oder schlecht fandet? Oder warum sollte es euch interessieren, ob ich den Film gut oder schlecht finde? Ich meine, ich erzähle das, ihr hört jetzt gerade zu oder auch nicht. Aber das beeinflusst das gerade irgendwen? Triggert das irgendwen? Findet mich findet gerade irgendwer doof, weil ich gesagt habe, der Film ist gut, aber nicht mehr. So, was machen wir denn jetzt noch hier? Holen wir das. Oh, das sind zwei Sachen. Das lange Weiche raus oder holen wir das große Weiche raus? Wir holen erstmal das lange Weiche raus. Das fühlt sich auch komisch an. Was haben wir? Ein Schwert! Warte, wir packen mal das aus dieser widerlichen Folie aus. Ein Schwert haben wir hier. Okay. Finde ich lustig. Ist das von irgendwas? Guck mal. Könnt ihr das sehen?
Ist das von irgendwas? Also bekannt vorkommen tut es mir jetzt mal so spontan gar nicht. Was ist? Ist es, glaube ich, einfach nur ein weiches Wabbelschwert. Damit kann man keinen verletzen. So, jetzt bekommen wir nur das andere weiche, große hier. Oh, das ist hart. Da wurde es bestimmt nur Pappe. Schau mal hier. Das ist ein Schild. Und das ist wirklich auf der einen Seite hart. Warte mal kurz. Moment. Ah, kommst du hier raus? Oh, das war gerade, glaube ich, ein ganz fieses Geräusch hier drüber. Das tut mir leid, dass ihr gerade ein fieses Geräusch hattet. Ein Schild? Guck mal hier, und das ist am Rücken hier hinten. Hier ist was Hartes, hier ist irgendwie Pappe drin oder so, ne? Und hier vorne ist es halt weich, so ein Kissen. Das gab's noch nie, aber ich überlege gerade was. Mache ich das? Ich mach's. Ich bin nämlich ganz offensichtlich dafür falsch angezogen. Moment. Wenn ich schon was habe, was ein bisschen nach Ritterzeug aussieht, da muss ich mich natürlich auch dementsprechend kleiden, wobei das hier, glaube ich, eher Wikinger sind. Aber ist ja egal. Tada. Und ganz wichtig, wo hab ich's? Mein Trinkhorn. Leider habe ich jetzt gerade keine Halterung hier. Naja, das macht ja nichts. Wir legen es einfach mal hier. Ja, ich finde das lustig. Ich weiß noch nicht, ob ich das für irgendwas benutzen werde oder so, aber ich werde es auf jeden Fall behalten, weil es geil ist. Vielleicht kann ich mal damit ihr mal Lustiges machen, ich weiß es nicht. Oh, noch was, worüber ihr meckern könnt. Die Leute, die immer über alles meckern. Ich rede jetzt nicht über die, die seit Jahren dabei sind und das alles cool finden und schön kommentieren. Das hier ist ein echtes Fell. Uiuiuiui. Aber ich kann sagen, das Schaf, dem das gehörte, hat ein sehr, sehr glückliches Leben. Es hieß, glaube ich, Margret. Und ich war mit denen auch schon ein paar Mal unterwegs und in Freizeitpark und so. Tolle Person, wirklich, gar keine Frage. Am Ende aber Maul und Klauen, solche, kann es halt nichts machen. Aber die meinte auch zu mir, pass auf, wenn man noch irgendwas von mir verwenden kann, benutzt. Ich will, dass andere Schafe und Menschen noch glücklich sind. Und das hier wird mich immer an Margret erinnern, wie wir auf einer Sommerwiese gelegen haben und ich mich einfach in ihrem Fell einkuscheln konnte und wir wirklich über Gott und die Welt reden konnten. Ich vermisse dieses Schaf. Naja. Kann man nichts machen. So grausam ist halt das Leben. Ja, aber machen wir jetzt mal hier weiter. Ich luchse jetzt einfach mal hier rein. Was haben wir denn? Guck mal da. Das ist alles, was ich eben gerade gar nicht gemerkt habe. Und zwar haben wir hier etwas von Game of Thrones. Ihr kennt mich, obwohl ich gerade so aussehe. Game of Thrones ist nicht meins, aber das macht ja nichts, ja? Es gefällt ja mich ganz vielen anderen. Und hier haben wir Metalluntersetzer. Mit den, ich denke mal, mit den verschiedenen Häusern drauf. Das kann man gerade alles nicht so gut sehen. Ich habe das heute irgendwie scheiße ausgelöscht. Wir holen die Dinger halt einfach mal raus. Und dann gucken wir uns die mal ganz in Ruhe an. Wenn ich mal in der Lage bin, das Ding zumindest mal hier aufzumachen. Ja, bin ich. Schön. Und, Metalluntersetzer. Ach, guck mal. Ganz ehrlich, scheiße aussehen tun sie echt nicht. Ich glaube, die behalte ich. Einfach nur, weil sie schön sind. Aber ich kann euch jetzt gerade auch null sagen, was das hier ist. Aber ich kann schon mal sagen, was mich stört. Hier vorne, das ist jetzt so rum und drehe ich das um, dann ist die Rückseite schief. Das ist jetzt so ein Monk-Ding. Das müsst ihr nicht verstehen, weil ich glaube, ein paar von euch wären es. Also hier ist irgendwas, steht hier drauf. Gods, Kings, Fire and Blood. Okay, da steht noch was, Moment. Dreams didn't make us kings, dragons did. Okay, Träume machen uns nicht zu Königen, Drachen machen das. Okay, wisst ihr Bescheid. Dann haben wir hier noch was, das hier kenne ich, glaube ich. Das ist das Zeichen von der Tussi mit den weißen Haaren. Ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Und hier steht dasselbe drauf. Hier steht überall dasselbe drauf. Das brauchen wir das nicht mehr vorzunehmen. Ich weiß gerade nicht, wie rum man das hier hält. Moment, das hält man so rum. Das ist eine Krone. Ich habe keine Ahnung. Ihr habt das gesehen, nicht ich. Ihr kennt euch damit dann vielleicht mal ein bisschen besser aus. Und hier haben wir noch was mit Pferden. Da. Pferde. Okay. Ich finde die an sich, die sehen auch cool aus. Die sehen, ich finde die schick. Und die behalte ich auch. Die werden auf jeden Fall selber benutzt. Ist auch ganz egal, ob das jetzt hier Game of Thrones ist oder sonst irgendwas. Wenn es toll aussieht und ich es gerade habe, dann nehme ich es auch. So, jetzt haben wir hier noch was Kleines von Star Wars drin. Luke Skywalker Strikes Again. Und hier hinter kommt das ja aus wie so eine alte von diesen
Actionfiguren, ne? So ein bisschen. Und hier drin ist aber nur ein sehr kleiner, dünner Block. Das hier kommt auf jeden Fall, das könnt ihr, glaube ich, gar nicht sehen. Ein bisschen da, glaube ich. Da, ist das was? Nee, das ist doch da hinten. Da sind diese ganzen Boxen, die stehen da rum, die ich benutze für dieses Weihnachtsding, was ich da jetzt seit 2 Jahren mache, wo ich halt verschiedenen Kindern Sachen schenke, die aus den Boxen hier sind. Ihr könnt euch wie immer daran beteiligen. Letztes Jahr war es einer. Ist aber vollkommen okay. Ihr müsst ja nicht. Ne? Ich weiß, dass momentan die Zeiten schwierig sind und viele, viele auf jeden Cent halt gucken müssen. Und seid bitte nicht genötigt, irgendwas irgendwie zu geben, wenn ihr es selber gebrauchen könnt. Das will ich gerade sagen. Es wird ja so oft gesagt, irgendwie so, bla bla bla, XY-Personengruppe geht's schlechter als dir. Ja, so. Wenn man das mal in einer Statistik guckt, mag das stimmen. Aber jetzt ganz einfach, bei mir oder bei euch, wenn es euch schlecht geht, dann geht es euch schlecht. Und es geht keinem besser, nur weil es ihr mit dem anderen noch schlechter geht. Wenn ihr einen Autounfall habt und ein Bein verliert, dann muntert euch das auch nicht auf, wenn einer sagt, aber guck mal, der da hinten im Nebenraum, der hat beide Beine verloren. Das muntert keinen auf. Dadurch kriegt ihr euer Bein nicht wieder und dadurch fühlt ihr euch höchstwahrscheinlich auch nicht besser. Ja, also das ist auch eine ganz, ganz fiese Sache, finde ich, wenn man einen Wettbewerb daraus macht, wem es am schlechtesten geht. Was soll der Scheiß? Ja? So, machen wir jetzt mal hier weiter. Heute ist sehr viel Talk noch nebenbei, aber das mag ich gerade. Das brauche ich vielleicht auch gerade. Da brauchen wir manchmal so ein bisschen einfach nur Quatsche. Vielleicht sollte ich mal mit Twitch anfangen. Dann kann ich ganz, ganz viel quatschen. Für die 2 Personen, die dann höchstwahrscheinlich zugucken werden. Was haben wir hier? Desk Pro Screen Cleaning Solution. Ist spuckig hier auch noch. Das ist ein Gerät, mit dem ich meinen Bildschirm sauber mache. Das müssen wir aber mal hier rausholen, oder? Ein Gerät zum Saubermachen vom Bildschirm. Also bisher brauchst du dafür kein Gerät, sondern nur einen Glasreiniger und einen Lappen. Aber hey. Vielleicht ist das hier ja besser. So, auf jeden Fall ist das ein sehr seltsam. Das war klein. Statt ist viel größer. Was ist denn das hier? Was ist es? Guck mal, hier ist so was. Guck mal hier, Mensch. Schau mal in die Richtung. Damit, hier ist ein Knopf drauf. Ja, damit drückt man drauf, dann sprüht man. Ja. Das wird auch noch Glasreiniger sein, denke ich mal. Und dann kann man das dann mit der Seite hier sauber machen. Ich weiß aber nicht, ob ich das an meinem Bildschirm benutzen wollen würde, bin ich ganz, ganz ehrlich. Das ist noch hier so ein... Kann man da reinstellen. Ich weiß nicht, ob ich das benutze. Mein Bildschirm ist eigentlich mal wieder nötig, also der am PC. Guck mal hier, das... Guck mal, da ist ja noch was. Ich dachte schon gerade, das ist aber irgendwie schwer für so ein bisschen Plastik. Oh, die Dinge habe ich mal gesehen. Ich weiß nicht, ob die wirklich was taugen. Patentierte Reinigungsformel. Das ist so ein. Ich hole das nicht raus, weil ich habe Angst, dass da total stinkt und dass meine Hände dann den ganzen Tag nach irgendeinem Scheiß riechen. Das ist so ein Schwabbel-Dingsbums. Und wenn man das dann halt auf seine Tastatur legt und wieder hochholt oder aufs Handy oder auf sonst was, dann soll das dann den ganzen Dreck dann da einfach drauf behalten. Okay. Entfernt Schmutz und beseitigt Keime. Ideal für alle Geräte und Oberflächen. Hinterlässt keine Rückstände. Desinfizierende Wirkung nachgewiesen. Do not rub, just press. Use with dry hands. Okay, das steht auch noch auf Deutsch. Nicht wischen, fest aufdrücken, Anwendung mit trockenen Händen. Okay, aber ich stelle mir gerade die Frage, wie bekommst du denn das Ding sauber? Oder bleibt es halt einfach dreckig und du kannst es halt x-mal benutzen und danach hast du halt einfach Pech? Ich weiß es nicht. Wir werden es heute nicht mehr herausfinden. Hier ist auch noch eine Gebrauchsanweisung, wenn man nicht weiß, wie man auf Sachen draufdrücken muss, die halt sprühen. Ganz ehrlich, das ist doch selbsterklärend. Obwohl, es gibt immer irgendwer, der irgendwas nicht rafft. Was, heute, ich mache einfach, was nicht schlimm ist. Wisst ihr, was schlimm ist, wenn ich etwas kann und deswegen davon ausgehe, dass es alle anderen können müssen? Schlimme Eigenschaft. Ganz, ganz, wenn ich irgendwie so, ich gucke manchmal so Handwerker, Heimwerker-Videos und wenn dann da auch manchmal auch dann Leuten was gezeigt wird, und dann kommt dann ganz oft in den Kommentaren so, wie ich sage, ganz banal, wer weiß ja nicht, wie rum man einen Hammer hält. Wenn du noch nie einen Hammer in der Hand gehabt hast, aus welchem Grund auch immer. Ganz,
uns wird einmal irgendwann, wahrscheinlich von unseren Vätern gezeigt, wie man einen Hammer hält. Ja? Und das meine ich, auch Kleinigkeiten, die für einen selbstverständlich sind, müssen es nicht für alle sein. Ja? Ich bin immer wieder froh drum, egal ob privat oder auf der Arbeit, wenn mir einer irgendwas erklärt, was ich halt noch nicht kenne, was ich noch nicht weiß. Und genauso mache ich das halt auch bei mir auf der Arbeit, wenn ich halt neue Leute habe und die halt angelernt werden müssen. Ich sage auch zu denen immer, du kannst mir 10-mal dieselbe Frage stellen. Ich erkläre es dir lieber 10-mal, bevor du einmal einfach sowas machst und dann ist es falsch. Und ich bin noch nie davon ausgegangen, dass einer weiß, wie rum man eine Schraube dreht, damit sie auf oder zugeht. Ja, ich zeige das den Leuten immer. Das ist auch selbstverständlich für mich. Naja, was soll's. Gut, gucken wir mal hier rein, ob hier als dabei, weil wir haben einmal das lustige Schwert, das lustige Schild. Beides ist hier drin für jeweils 12,95 €. Das kann sein, ich habe keine Ahnung. Ja. Dann haben wir das Lootshirt Surf Arrakis. Arrakis, ich konnte diesen Namen wegen der Schrift nicht lesen. Arrakis. Dann House of the Dragon Metalluntersetzer. Hier sieht man die noch. Die sieht man noch ein bisschen. Was haben wir denn hier noch drin? Oh, den Airprint. Moment. Airprint? Artprint, Entschuldigung. Artprint. Also einfach nur das hier, was hier drauf ist. Nochmal halt so, aber ohne Schrift. Hier habe ich noch einen anderen stehen. Oh, sogar noch zwei. Ich habe auch noch hier irgendwo noch alle anderen, die dieses Jahr rauskamen. Also es müssten natürlich dann insgesamt 6 Stück sein. Ja, und es gab ja wie immer ein Loot-Upgrade. Das war ja vom Weißen Hai. Und zum Glück habe ich es nicht geholt, weil es wäre nämlich nur ein Brettspiel gewesen. Und das nächste Upgrade ist Captain America. Werde ich mir auch auf gar keinen Fall holen. Ich finde den Charakter cool. Ich mag die Filme, aber ich glaube, das ist echt, das wird, denke ich mal, nichts sein, wovon ich denke, boah, geil, brauchst du unbedingt. Erinnert ihr euch noch an das Harry Potter-Ding? Das war geil. Das finde ich lustig. Ja, hier hinten sind nur ein paar Sachen neu im Shop. Es gibt, oh mein Gott, es gibt für 101,95 € eine Badeente. Eine Balrog-Badeente, die 1,6 Kilo wiegt. Ey, geil aus. Was ist das da? Geil aussehen tut sie ja schon. Aber 102 € für eine Badeente, weil die würde ich im Pool ziemlich cool machen. Das wäre geil. Aber nein, ich glaube, wenn ich für. Hätte ich gestern im Lotto gewonnen, dann würde ich mir so einen Scheiß jetzt erlauben, aber. Ich kaufe mir jetzt nicht für 100 € eine scheiß Badeente. Ja, das war's. Ein langes Video, in dem ich mehr über andere Sachen geredet habe, als über das, was hier drin war. Aber ich fand, das muss einfach mal sein. Schreibt mir was in die Kommentare. Ansonsten habt und einen Daumen hoch und Abo. Ihr kennt's alle, ne? Ansonsten habt noch einen schönen Samstag. Mittlerweile, das Wetter geht wieder. Heute ist der erste Tag, wo es mal wieder nicht regnet. Geil. Direkt mal für Motorradfahren ausnutzen. Mit meinem pinken Motorrad, was kein Statement ist. Denkt mal drüber nach. Und ja, habt eine schöne Zeit. Und wir sind dann nächste Woche schon wieder zu dem Loot-Chest-Video, weil nächste Woche müsst ihr irgendwann zu die Loot-Chest kommen. Also bis dann. Tschüss.